Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Wir fühlen heute der BASF-Aktie auf den Zahn, einer der beliebtesten Aktien in deutschen Depots, die viertbeliebteste laut einer Auswertung der Consorsbank, die du irgendwo hier siehst. Moment, also hier siehst du das. Consorsbank hat eine Auswertung gemacht, welche Aktien am häufigsten in den deutschen Depots anzutreffen sind. Und die BASF-Aktie liegt zwischen der Deutschen Bank und der Allianz als Sandwich auf Platz 4. Und wir gucken uns hier im Rahmen der Bestseller Challenge die beliebtesten Aktien der Deutschen an, schauen, ob das erfolgversprechende Investments sind und gucken, ob wir noch erfolgversprechendere Investments finden in der gleichen Branche. Und das machen wir jetzt für BASF. BASF ist insofern auch sehr interessant, weil da gibt es eine Regel, die besagt, kauft die BASF-Aktie bei einer Dividendenrendite von 4%. Das heißt, wir nehmen jetzt mal BASF auch als Anlass, um zu gucken, wie du Aktien bewerten kannst. Rauszukriegen, ob sie günstig oder eher teuer sind und auch rauszukriegen, mit was für einer Rendite du rechnen kannst, falls du die Aktie kaufst. Die Bestseller Challenge, die wird im Rahmen von der Sparplanoffensive hier durchgeführt und da beteiligen sich noch Homo Economicus und Talabox. Zwei YouTuber, Homo Economicus investiert auch direkt in Aktien und Talabox macht das Ganze über ETFs. Gesponsert wird die Bestseller Challenge bzw. die komplette Sparplanoffensive von der Consorsbank. Vielen Dank an der Stelle und wir alle möchten uns eben euch zeigen, wie du oder ihr erfolgreich in Aktien investieren könnt. Gut, dann fangen wir mal an mit der BASF-Aktie. Mein Name übrigens ist Thorsten Thiel und ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und dann darf der Risikohinweis nicht fehlen. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Ich denke, hier kannst du eine ganze Menge lernen und für deine Investments mitnehmen. Aber immer noch mal drüber nachdenken und dann die Entscheidung nach eigenem Messen und Ermessen treffen. Okay. BASF, also kauft BASF bei einer Dividendenrendite von 4%. Stimmt das? Das habe ich mir mal, oder das habe ich überprüft. Anhand hier von dem Dividendenturbo habe geschaut, was ist passiert, nachdem die Dividendenrendite über 4% gestiegen ist. Und dann habe ich hier auch mal eine Grafik gemacht und hier die wesentlichen Sachen eingezeigt, damit du es einfacher hast. Auf meinem Blog aktienfinder.net, da kannst du das Ganze dann auch nochmal selber anschauen. Zunächst mal macht so eine dividendenbasierte Bewertung oder eine Regel überhaupt nur dann Sinn, wenn die Dividenden sich zuverlässig entwickeln. Also wenn BASF ein zuverlässiger Dividendenzahler ist. BASF hat seit dem Jahr 2000 zweimal die Dividende gekürzt. Einmal hier in 2002 und einmal hier in 2010. Du siehst ja immer auf die letzten 12 Monate bezogen die Höhe der Dividenden. Das sind diese blauen Balken. Nichtsdestotrotz wurden die Dividenden nicht komplett gestrichen. Sie wurden in Anführungszeichen nur gekürzt. Und danach hat sich die Dividende dann jeweils wieder erholt und ging dann wieder auf zu neuen Höhen. Insofern denke ich schon, dass man bei BASF von einem stabilen Dividendenzahler reden kann, sodass da schon mal die Grundlage wenigstens gegeben ist, auf die Dividendenrendite im Sinne der Bewertung zu schauen, ob man die Aktie jetzt kaufen soll oder nicht. Ich habe dann hier eingezeichnet diese 4%-Schwelle von der Dividendenrendite, sodass du immer siehst, wann die überschritten bzw. unterschritten wurde. Und dann habe ich hier noch so grüne Kreise eingezeichnet und die zeigen dir, was passiert ist mit der Dividendenrendite, nachdem diese 4%-Schwelle überschritten wurde. Du siehst hier im Prinzip, im Prinzip gibt es hier drei Varianten. Es gibt die erste Variante von 2011 bis 2016, also eine relativ ruhige Zeit, so würde ich es mal bezeichnen. Und wenn hier die Dividendenrendite überschritten wurde, dann ist die alsbald wieder gefallen. Und die Dividendenrendite hier in diesen ruhigen Zeiten oder allgemein, wenn die Dividende sich hier so stabil entwickelt, dann sind Änderungen in der Dividendenrendite immer durch Preis- bzw. durch Kursänderungen begründet. Also immer wenn die Dividendenrendite hochgeht, dann fällt der Aktienkurs und umgekehrt, wenn die Dividendenrendite nach unten geht, dann ist der Aktienkurs gestiegen. Wir haben hier also drei kleine Kreise und die repräsentieren gute Einstiegsmöglichkeiten bei 4% Dividendenrendite. Also hier hätte sich dieser Spruch bewahrheitet, kaufe BASF bei mehr als 4% Dividendenrendite, weil du wärst hier eingestiegen. Gut, dann ging es noch ein bisschen nach oben, aber dann
Danach ging die Dividendenrendite wieder nach unten, weil der Preis wieder, der Aktie wieder gestiegen ist. Dann hätte sich das Spiel hier nochmal wiederholt und hier ebenfalls. Da hätte es also gepasst. Wir sehen aber dann unruhigere Zeiten. Hier ist die Finanzkrise. Wenn du hier eingestiegen wärst bei 4% Dividendenrendite, dann hättest du erstmal noch ziemlich heftige Kursverluste erfahren. Hoffentlich nur Buchverluste, dass du hier oben nicht verkauft hättest, voller Panik. Hättest es irgendwann ausgesessen, aber der Einstiegszeitpunkt wäre definitiv nicht optimal gewesen. Du hättest ungefähr 2,5 Jahre gebraucht, dann hättest du die Kursverluste ausgesessen. Dann haben wir hier noch einen Sonderfall, weil hier die Sonderdividende bezahlt worden ist und da macht so 4% oder so, macht allgemein einen Aktienkauf wegen einer hohen Dividende aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn eine einmalige Sonderdividende bezahlt wird, weil es einfach nur einmalig ist und danach ist die Dividende wieder niedriger. Siehst du dann auch hier, dass die Dividendenrendite nachher auch wieder entsprechend gefallen ist. Also das ist ein Sonderfall. Muss man halt einfach wissen, dass ein Teil der Dividendenrendite sich aus einer Sonderdividende zusammensetzt. Im Aktienfinder siehst du das hier durch das hellere Blau. Und dann haben wir hier, und das ist vielleicht der interessanteste Fall, die aktuelle Situation. Und da gehen wir mal in den Dividenden-Turbo. Also hier jetzt die Seite aktienfinder.net. Und da können wir jetzt auch ein bisschen reinzoomen. Und die Dividende bzw. Dividendenrendite von 4% ist hier überschritten worden. Siehst du auch genau, als es aus dem Kanal hier rausgebrochen ist, also im 12-Monats-Korridor. Und wenn du jetzt hier gekauft hättest, würdest du nach wie vor auf Kursverlusten sitzen. Momentan beträgt die Dividendenrendite etwas über 4,5% noch. Und sie ist auch schon gestiegen, mehrfach auf über 5%. Einmal hier Ende 2018, dann hier im Mai diesen Jahres und dann sogar hier etwas länger geblieben über den Sommer. Das heißt, hier wäre es jetzt auch kein guter Einstiegszeitpunkt gewesen, bei einer Dividendenrendite von 4% einzusteigen. Du siehst dann auch hier in der Bewertung den Kursverlauf. Ich blende das mal hier ein. Da siehst du auch immer hier ist die Dividendenrendite entsprechend hoch gewesen, hier und dann hier über diesen längeren Zeitraum. Wie ich schon sagte, immer wenn der Aktienkurs bei einer stabilen Dividende sinkt, dann steigt ja die Dividendenrendite. Hast du eben hohe Dividendenrendite hier, hier und hier. Allgemein halte ich jetzt die, oder machen wir mal ein kleines Resümee. Gehen wir nochmal hier hin zurück. In ruhigen Zeiten scheint bei BASF diese 4%-Regel hier bestätigt worden zu sein, aber sobald es ein bisschen unruhiger wird oder das Unternehmen echt in unruhigere Gewässer kommt, dann greift die 4%-Regel nicht mehr. Und das halte ich auch hier schon für gegeben. Jetzt ist es gut, dass du noch andere Bewertungen heranziehen kannst oder dass du nicht auf die Dividendenrendite angewiesen bist. Ich würde sowieso davon abraten, die Dividendenrendite als Bewertungsmaßstab, insbesondere als alleinigen Bewertungsmaßstab und Kaufgrund heranzuziehen, sondern ich würde immer auf die Gewinnentwicklung gucken, also auf die Gewinne und Cashflows, weil die Dividenden bzw. die Dividendenrendite, die wird ja durch Gewinne und Cashflows erst ermöglicht. Das Ganze wird so ein bisschen überdeckt dadurch, dass Dividenden sich zuverlässiger entwickeln als Gewinne, was damit zu tun hat, dass Dividenden festgelegt werden können in einem gewissen Rahmen durch das Management. Auch wenn das gerade mal nicht so läuft, kann man eben die Ausschüttungsquote beispielsweise erhöhen, während die Gewinne und Cashflows in erster Linie marktgetrieben sind. Die kann eben das Management nicht so schön bestimmen, wie die Dividende. Das Management kann sich natürlich auch nicht gegen die Gewinnentwicklung auf Dauer stemmen, also eine hohe Dividende ausschütten, die einfach nicht finanziert oder finanzierbar ist, aber kurz- und mittelfristig lässt sich da doch oft was machen und deshalb ist die Dividendenentwicklung oder scheint die Dividendenentwicklung zuverlässiger zu sein als die Entwicklung der Gewinne. Was sie ja auch ist, faktisch. Habe ich ja gerade versucht zu erklären. Aber es gibt eben keine Entkopplung, keine dauerhafte Entkopplung zwischen Dividendenhöhe und Gewinnentwicklung. Deshalb würde ich die oder ziehe ich die Gewinne und Cashflows der Bewertung auf Dividendenebene vor und genau das kann man hier in der dynamischen Aktienbewertung machen. Und da zeige ich dir jetzt, wie das geht und dann gucken wir uns an, ob BASF ja,
günstig ist oder eben nicht, weil hier im Dividendenturbo, ja gut, im Dividendenturbo nach dem 12-Monats-Korridor wäre die Aktie jetzt tatsächlich teuer. Ist natürlich jetzt interessant, also das ist schon ein Widerspruch. Also wir haben ja den Dividendenturbo, dann haben wir hier ja die Korridore und wir hatten ja hier jetzt diese 4%-Regel und die ist quasi starr. Du siehst ja jetzt hier von 2000, die ändert sich ja nie. Und hier im Dividendenturbo, der ist auch schon dynamisch. Das heißt, hier ziehe ich ja dann immer Korridore auf. Und so eine Aktie, die verändert, je nachdem, welches Unternehmen das ist, bei BASF weniger, aber es gibt Aktien, die verändern ihren Charakter. Waren früher ein Wachstumswert, und dann sind sie eher so, wie man es so schön sagt, sind eigentlich nicht meine Begrifflichkeiten, aber dann werden es Value-Aktien mit der höheren Dividendenrendite. Und da kannst du die, dann macht es, oder kannst du die Dividendenrendite von vor 10 Jahren oder so, als die Aktie noch eine Wachstumsaktie war, nicht vergleichen mit der jetzigen Dividendenrendite, weil eben der Charakter dieser Aktie oder dieses Unternehmens sich geändert hat. Und das können wir hier auch abbilden durch unterschiedliche Korridore, wo du dann versuchst rauszukriegen, welcher Korridor oder welcher Zeitraum es quasi repräsentativ ist für die Aktie. Also könnten wir jetzt hier einen Korridor beispielsweise nehmen von 5 Jahren. Warum? Weil die Finanzkrise dann nicht mehr drin ist in den 5 Jahren. Und dann könnten wir hier mal ein bisschen reinzoomen. Und bei so einem 5-Jahres-Korridor, dann würdest du schon sehen, dass die aktuelle Dividendenrendite deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt. Hier wäre dann quasi BASF anhand der Dividendenrendite günstig bewertet. Wenn du hier den 12-Monats-Korridor nimmst, kannst du alles dann drüber legen, dann kommen wir hier drunter, dann wäre die Aktie wieder unterbewertet. Ich würde in dem Fall, also wenn ich nichts anderes hätte als nur diesen Dividendenturbo, dann würde ich tatsächlich einen längerfristigen Zeitraum wählen, damit das Ganze nicht zu nervös wird, weil die BASF-Aktie hat ja jetzt nicht innerhalb eines Jahres ihren Charakter grundlegend verändert. Also ich würde dann schon eher so einen 5-Jahres-Korridor oder so heranziehen. Aber wir sind ja nicht darauf angewiesen, auf die Dividendenrendite hier allein zu machen. Ich habe den Dividendenturbo gemacht als Einstiegszeitpunkt, weil es einfach viele Aktionäre, weil die halt so ticken. Aber jetzt gehen wir zur dynamischen Aktienbewertung und die ist der Dividendenturbo überlegen, weil wir hier eben auf die Gewinne und Cashflows gehen, unter anderem auch auf die Dividende gehen können, einfach nur mal hier, um einen zusätzlichen Maßstab zu haben und das ist auch oft interessant, weil die sich dann teilweise widersprechen. Dazu aber später mehr, falls sie sich widersprechen sollten. So. Jetzt gucken wir uns erstmal die Gewinne und operativen Cashflows an. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Eigentlich ist es das Interessanteste überhaupt, weil wir beschäftigen uns ja jetzt mit der Bewertung erstmal. Und eigentlich hätten wir uns erstmal damit beschäftigen sollen, ob die Aktie überhaupt als langfristiges Investment geeignet ist, also BASF. Und hier sehen wir eine Grafik, aus der wir das ableiten können. Und zwar sehen wir hier, dass die Gewinne sich doch die bilanzierten Gewinne sich etwas unzuverlässig entwickeln. Also die springen doch relativ heftig auf und ab. Das gleiche eigentlich auch bei den operativen Cashflows. Das ist jetzt nicht so schön geglättet wie bei anderen Aktien. 3M ist ja relativ glatt oder Church and White oder ja, es gibt sehr viele Aktien im Aktienfinder, die eine stabilere Gewinnentwicklung haben. Das siehst du dann auch hier im Aktienfinder, also Stabilität des Gewinns von minus 1 bis plus 1, Stabilitätskennzahlen, selbst berechnet wie alles hier im Aktienfinder, 0,57, das ist schon grenzwertig. Besser ist die Stabilität des Cashflows, 0,86, das ist deutlich besser. Du siehst auch, dass der operative Cashflow sich zuverlässiger entwickelt. Kann ich hier noch ein bisschen rauszoomen? Nee, das ist alles leider. Ab 2000 haben wir das erst. Er entwickelt sich zuverlässiger als die Gewinnentwicklung hier. Das heißt aber dann später auch für die Bewertung, dass die Bewertung anhand des operativen Cashflows am sinnvollsten ist, weil wir können immer nur einen Bewertungsmaßstab oder ein Bewertungsmaßstab macht dann immer nur dann Sinn, wenn dieser Bewertungsmaßstab auch zuverlässig ist. Und das ist hier insbesondere beim operativen Cashflow gegeben. Bei der Dividende natürlich auch, aber die Dividende hat, wie gesagt, andere Probleme, weil die ist stabiler, weil sie durch das Management stabil gehalten werden kann. Auch dann, wenn wir hier Einbrüche haben beim Cashflow und beim Gewinn. Gut,
Dann müssen wir jetzt mal die richtigen Multiples herausfinden, also um zu gucken, wie BASF historisch bewertet gewesen ist. Und dann vergleichen wir das mit der aktuellen Bewertung und kriegen dann raus, ob die Aktie historisch gesehen günstig oder teuer bewertet ist. Und dann haben wir hier die historischen KGVs und KCVs. Und das sehen wir hier. Ganz niedrige KGVs. Momentan hat BASF, sind wir bei ungefähr 18, 19 KGV und ein KCV von knapp 10. Und es sind auch so, würde ich mal sagen, so relativ typische. Also es gab selten mal Fälle hier in der Finanzkrise. Da war das KGV leicht unter 10. Ansonsten war das eigentlich immer über 10. Hier war es 23, deutlich zu hoch. Ich würde mich für diesen Zeitraum hier entscheiden. Dann haben wir das KGV von 4,6 und von 23 nicht drin. Und dann ziehe ich hier mit der Maus drüber und dann ist dieser blau hinterlegte Zeitraum der Zeitraum, auf dessen Basis wir das durchschnittliche KGV und KCV berechnet haben. Gehen wir beim KGV auf 14,3, KCV auf knapp 8. KCV ist im Normalfall immer niedriger als das KGV. Und dann hätten wir das gemacht. Und dann können wir mal uns den Kurs einblenden und dann legen wir, und das ist immer der spannendste Moment, die berechneten fairen Werte drüber, die jetzt auf Basis dieser Multiples berechnet wurden. Einmal das KGV, einmal das KCV. Und dann siehst du schon, entsprechend hier der Stabilität, also 0,57 zu 0,86, dass der grüne Fair Value basierend auf dem bilanzierten Gewinn viel stärker schwankt, weil er unzuverlässiger ist, weil er auf einem unzuverlässigeren Gewinn berechnet wird. Das siehst du dann auch hier den Gewinn pro Aktie und du siehst, wie der Fair Value und der Gewinn pro Aktie, ne, wie die immer hier gleich laufen. Das sind aber jetzt trotzdem mal drinnen. Besser ist aber hier der operative Cashflow. Und dann haben wir noch den fairen Wert Dividende, den blende ich nachher ein. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, oder wahrscheinlich, vielleicht weißt du es auch schon, du kannst den fairen Wert, den wir hier berechnet haben, nur dann verwenden, sinnvoll, wenn der Gewinn ja auch repräsentativ ist. Ist er definitiv nicht in dem Fall hier. Das heißt, der geschätzte Gewinn für das bilanzierte Gewinn für das laufende Geschäftsjahr, der soll sehr hoch ausfallen. Das sehen wir auch hier, diesen Peak nach oben. Ich gehe davon aus, dass das was mit dem Verkauf, beziehungsweise nein, mit dem Joint Venture zu tun hat, des Ölgeschäfts von BASF. Die bringen das ein in ein Unternehmen namens Wintershall Dea oder DSH Dea Wintershall umgekehrt. Kann ich mir aufgeschrieben, das habe ich auch im Blog nochmal erwähnt. Und es hätte eine Sonderauswirkung hier sein. Das siehst du dann auch hier, weil die Nettomarge über die operative Marge springt. Und dann darfst du dich hier halt nicht irritieren lassen, sondern am besten ignorierst du diesen Peak und nimmst dann entweder den hier oder den hier, also die, wo außen dran liegen, um dich am Gewinn quasi zu orientieren, wenn du wissen willst, wie hoch der Gewinn ist, ob die Dividende gedeckt ist und so weiter. Und natürlich kannst du dich dann auch hier am operativen Cashflow, der davon nicht betroffen ist, ganz offensichtlich, daran kannst du dich dann auch orientieren. Darfst du also auf keinen Fall nehmen hier für die Bewertung der Aktie. Dann musst du also den hier nehmen oder den hier. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein, um rauszukriegen, ob die BASF-Aktie günstig oder teuer ist. Und was wir zuerst sehen, das ist schön, dass die Kursentwicklung sich hier an den fairen Werten orientiert. Das heißt, die Gewinne und die operativen Cashflows, die waren rückläufig und das Gleiche, wie du dann hier siehst, trifft dann auch auf den Aktienkurs zu, der ist dann ebenfalls rückläufig. Und wenn wir den letzten Stand nehmen, den wir kennen, die letzten 4 Quartale, dann hätten wir hier einen Wert der BASF-Aktie zwischen lediglich knapp zwischen 40 und 50 Euro bei einem Aktienkurs von 64 Euro. Das heißt, die BASF-Aktie wäre dann überbewertet. Und zwar relativ klar überbewertet. Jetzt blenden wir mal den fairen Wert Dividende ein. Und das siehst du jetzt genau was anderes. Wenn du den fairen Wert Dividende nimmst, im Durchschnitt hat BASF eine Dividendenrendite gehabt von 3,9% für den ausgewählten Zeitraum. Die Finanzkrise, und das siehst du dann auch hier,
Die treibt natürlich die durchschnittliche Dividendenrendite hier nach oben. Im Jahr 2009 hatten wir eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6,2% und auch in 2008 schon von 5%. Ansonsten 3,6% mal 4% sogar in 2012 auch etwas über 4%, 2016 ansonsten leicht drunter, so bei ungefähr 3,5%. Gehen wir wieder in die Bewertung rein. Dann siehst du hier halt so einen Widerspruch. Und in dem Fall eigentlich immer. Ich gebe immer dem Gewinn oder dem fairen Wert basierend auf dem Gewinn und dem operativen Cashflow hier den Vorzug. Und hier siehst du halt diesen, ja, dass so ein rein dividendenbasierter Ansatz dich da ja, in die Irre führen kann. Also zum gegenteiligen Ergebnis führen kann, dass du denkst, dass die Aktie jetzt günstig wäre. Was jetzt auch noch sehr interessant ist, das ist dann, den lassen wir weg, den fairen Wert hier. Wir können uns aber die fairen Werte angucken, basierend auf den Schätzungen für das Geschäftsjahr 2020. Und da wäre jetzt die Aktie 56 bis ja, 63 Euro wert. Wir hätten also immer noch eine Unterbewertung, die allerdings wäre die dann schon deutlich abgebaut. Wäre aber nach wie vor eine Unterbewertung. Und du siehst hier jetzt in den Prognosen, blende mal die Prognosen mal explizit ein, Gewinn operativen Cashflow. Da wachsen die Bäume bei BASF halt nicht in den Himmel. Also Gewinne und Cashflows sollen anziehen, aber relativ schwach. Und entsprechend schwach entwickelt sich dann auch der faire Wert der Aktie. Also er steigt, aber er steigt halt recht überschaubar. Sodass wir sogar noch im Jahr 2021, falls es denn so kommt, wie geschätzt, eine leichte Unterbewertung der Aktie hätten. Wenn wir das jetzt so heranziehen als Bewertungsmaßstab, um dann die erwartete Rendite mal so zu bestimmen, dann ist die ja eben nicht allzu hoch. Gehen wir mal auf den operativen Cashflow für die Berechnung der erwarteten Rendite, weil das halt aus meiner Sicht das ist, was am meisten ja, Sinn macht. Aus meiner Sicht, das ist, was am meisten Sinn macht. Dann hätten wir eine jährliche Rendite von 1,7%, die wir erwarten könnten. Und wir hätten also negative Kursgewinne, also Kursverluste, ganz leichte Kursverluste. Aber die Dividende wäre so hoch, dass die Kursverluste überkompensieren würden. Alles natürlich vor Steuer. Und die Dividende wäre dann quasi der Grund, warum du mit BASF immer noch eine Rendite, eine ganz schwache Rendite erzielen würdest, wenigstens brutto. Das ist jetzt für mich sind jetzt für mich keine besonders berauschenden Aussichten, in eine Aktie zu investieren, wenn ich sowas sehe. Also da wäre jetzt für mich die Aktie kein Kauf. Und du siehst jetzt also im Prinzip zwei Gründe, warum. Ja, du siehst jetzt für mich im Prinzip, dass diese 4%-Regelung eigentlich keinen Sinn macht, weil insbesondere in der aktuellen Situation. Es kommt aber noch was hinzu und das habe ich dann auch hier nochmal geschrieben in dem Blog. Diese Gewinnentwicklung, die ist nicht in Stein gemeißelt. Momentan haben wir schon eine schlechte Entwicklung beim Cashflow und Gewinn von BASF. Also wir haben schon, BASF erfährt schon Gegenwind. Ich sage jetzt noch ein bisschen was mehr zum Detail von BASF zur aktuellen Situation. Wie gesagt, ignoriere das hier. Das ist ein außerordentlicher Einfluss. Wir haben momentan schon einen Gegenwind und es kann sein, dass der Gegenwind sogar auffrischt. Und in diesem Fall würde dann auch die Gewinnentwicklung so nicht beibehalten werden können, sondern es würde weiter nach unten gehen. Ich habe mal geschaut gehabt, auch im Geschäftsbericht, was die Gründe gewesen sind für den Gegenwind. Und da möchte ich dir im Aktienfinder auch noch was Interessantes zeigen, und zwar hier. Wir sehen nämlich, das ist die Entwicklung von Umsätzen und Margen. Und man lenke sein Augenmerk auf die operative Marge. Und die ist jetzt rückläufig hier. Die war relativ lange, relativ stabil, so Pi irgendwo zwischen 11, 12%, okay, 9,5 oder so, 11%. Jedenfalls ist sie jetzt dann in den letzten 2 Jahren doch deutlich eingebrochen. Von 12% auf 6,5% hat sich fast halbiert. Das heißt, so ein Euro Umsatz ist wirklich nur noch halb so viel wert, wie er vorher wert war. Und das ist eine ja, ganz wesentliche Entwicklung hier. Übrigens haben wir hier auch einen Einbruch beim Umsatz, aber das ist kein organischer Einbruch, sondern künstlicher. Da wurde das Ölspeichergeschäft, nee, das Gasspeichergeschäft und wie nennt man das?
Speicher- und Lieferservice, also wenn es durch die Pipelines läuft beim Gas, das wurde verkauft an Gazprom. Und das hat dann gut 10 Milliarden Umsatz gekostet, deshalb geht der Umsatz nach unten. Allgemein ist aber die Umsatzentwicklung relativ stabil bei BASF. Also die Umsätze sind jetzt nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem sind die Margen. Und ich habe mir ja aufgeschrieben und geschaut gehabt, was das Management zu den Margen zu sagen hat, warum die unter Druck gekommen sind. Und dann können wir auch ein bisschen einschätzen, ob das Ganze noch beibehalten wird. Also wie sich das hier in Zukunft entwickelt. Weil es wird entscheidend sein für die zukünftige Gewinnentwicklung und damit auch für die zukünftige Kursentwicklung von BASF, gegebenenfalls auch für die Entwicklung der Dividenden, weil wenn wir hier noch ein paar in die Zukunft so ein paar rote Pfeile einzeichnen, dann wird auch die BASF die Dividende nicht halten können. Ach, da kann ich ja noch was zeigen im Aktienfinder, auch ganz interessant hier in der Vollanalyse. Da haben wir hier die wesentlichen Sachen der Bilanz und da zeige ich dir mal, wie die Dividende finanziert ist von BASF. Siehst du übrigens auch schon hier, dass die Dividende nicht durch den Free Cashflow gedeckt ist. Das heißt, es verlässt mehr Geld über Dividendenzahlungen des Unternehmens, als tatsächlich hereinkommt, wenn man die Investition auch noch abzieht. Und zwar ist der freie Cashflow für die letzten 4 Monate bezogen, liegt er bei 1,91 und die Dividende bei 3,20, also deutlich höher. Das siehst du noch mal ein bisschen schöner, beziehungsweise wirklich in Geld ausgedrückt auf Unternehmenssicht hier. Und zwar haben wir hier, es sind Dividenden ausgeschüttet worden in Höhe von 2,847, also jetzt, ja, 2 Milliarden 847 Millionen Euro. Und der freie Cashflow betrug nur knapp 1,8 Milliarden Euro. Das ist eine Unterdeckung von über 1 Milliarde Euro, knapp 1,1 Milliarde Euro. Das siehst du hier, dieses rote. Das heißt, der Free Cashflow, wenn der nochmal ein bisschen unter Druck kommen sollte aufgrund hier dieser sinkenden Margen, dann würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass die Dividende weiterhin stabil bleibt, geschweige denn gesteigert wird, so wie es hier in der Prognose noch der Fall ist. BASF möchte die Dividende, wenn es geht, steigern oder wenigstens stabil halten. Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, hier und hier, dass es eben nicht immer erreicht werden konnte, dieses Ziel. Und wir haben hier bereits eine Dividende quasi auf Pump. Und insofern würde ich die jetzt mal nicht, die Dividende jetzt nicht in Stein gemeißelt sehen, auch wenn BASF insgesamt historisch ein stabiler Dividendenzahler ist. So, dann nochmal zurück zum Gegenwind, mit was BASF jetzt zu kämpfen hat. Und zwar, das ist basierend auf dem letzten Geschäftsbericht 2018. BASF hat ja verschiedene Segmente, in denen sie tätig sind. Das wollte ich jetzt in dieser Analyse nicht alles runternudeln. Das wichtigste Segment sind die Basischemikalien, hier im Verbundprinzip, die teilweise in die eigene Wertschöpfungskette weitergeleitet werden, um höher veredelte Produkte quasi herzustellen, aber auch natürlich an externe Abnehmer gehen. Und hier haben wir Margendruck gehabt. Diese Basischemikalien, die sind auch relativ konjunkturabhängig. Das heißt, wenn wir eine rückläufige Konjunktur haben, Konjunkturflaute, dann haben wir auch Problem beim Absatz von den Basischemikalien, beziehungsweise dann sinken die Absatzpreise und genau das ist schon passiert. Und wir haben auch höhere Rohstoffpreise gehabt, die zu steigenden Kosten geführt haben. Das ist natürlich ebenfalls ein Margendruck. Und was auch hier mit dem ersten Punkt zusammenhängt, mit den sinkenden Preisen der Basischemikalien, langfristig gesehen ist China ist jetzt schon ein harter Konkurrent, der noch härter wird, die Konkurrenz. Das heißt, die stellen auch diese Basischemikalien her und haben natürlich eine kostengünstigere ja, Kostenstruktur als hier BASF, die viel in Ludwigshafen nach wie vor produzieren. Das ist der größte Verbundstandort von BASF. Die haben noch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 6 andere Verbundstandorte und die wollen auch hier einen aus. Also die wollen jetzt auch einen relativ großen Verbundstandort, Klammer auf, Werk, Klammer zu, in China errichten, in Guangdong. Du warst bestimmt schon 2, 3 Mal in Guangdong und weißt genau, wo das liegt. So heißt auf jeden Fall die Region, für 10 Milliarden US-Dollar. Damit wollen sie eben längerfristig gegensteuern, damit sie auch billiger produzieren können. Ach so, ja, apropos China,
Klar, Handelskonflikt, ne? Das weiß ja mittlerweile jeder, dass wir den haben, was zusätzlich die Weltkonjunktur belasten könnte. Immer wenn es mit der Konjunktur nach unten geht, wie gesagt, dann haben wir hier Margendruck. Das sind also alles Faktoren, die weiterhin wirken könnten auf sinkende Margen. Wir haben noch andere Faktoren, die im Jahr 2018 zu sinkenden Margen geführt haben, die aber eher einmaliger Natur sind, also negative Wechselkurseinflüsse. Das geht's halt mal hoch, mal runter. Wir hatten einen niedrigen Wasserstand am Rhein, der hat ein paar hundert Millionen Euro gekostet, BASF. Und wir haben Integrationskosten von Unternehmensanteile, die von Bayer gekauft wurden. Das ist dann eher im Segment Herbizide, Pestizide, Insektizide, Saatgut und so weiter. Und da sind eben einmalige Kosten entstanden. Langfristig ist es sicher, oder gehe ich mal davon aus, dass es für BASF vorteilhaft ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier gewisse Risiken. Und aufgrund dieser Risiken ist es also nicht sicher, dass wie sich das zukünftige Geschäft entwickeln wird und auch nicht, wie sich die Dividende entwickeln wird. Und ich habe dir ja schon gezeigt hier, wie die erwartete Dividenden oder wie die erwartete Rendite ausfallen wird. Falls das Geschäft halbwegs ordentlich läuft und die ist halt relativ negativ, beziehungsweise sehr niedrig mit 1,7%, sodass für mich jetzt BASF kein Kauf wäre. Und diese 4%-Regel eben, die du, wenn du dich an der orientieren würdest, dann würde die 4%-Regel eben was anderes sagen, nämlich dass die BASF-Aktie ein Kauf ist. Und insofern wäre sie misleading, würde dich dann in die Irre führen. Okay, das war jetzt das Ganze zu BASF als der viertbeliebtesten Aktie hier der Deutschen, wie du es hier nochmal siehst. Und wir werden uns jetzt dann im nächsten Video zu dieser Bestseller-Challenge die mögliche Alternativen angucken. Und wir freuen uns schon auf, jetzt muss ich nochmal gucken, ja, das war hier, genau. Wir freuen uns jetzt schon mal dann hier auf Fuchs Petrolub und auf Symrise, die zwar niedrigere Dividendenrendite haben, aber vielleicht eine insgesamt höhere Renditeerwartung als BASF und mit niedrigeren Risiken vielleicht sogar noch behaftet, im allerbesten Fall. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.